Willkommen, womit kann ich dienen? Augentropfen. Drei, nein, zwei Stück haben wir verbraucht. Unglaublich. Gut, der Rest brauchen wir vielleicht noch. Recht herzlichen Dank. Tschüss. Okay, das war der Getränkepuff. Alles klar. Oder, ja, Itempuff. Weit, weit östlich von hier liegt die Insel Crescent. Schon mal davon gehört? Sie hat die Form eines Sichelmonds. Toll, oder? Möglicherweise. Willkommen. Womit kann ich dienen? Korallolollenschwert. Stummdollololsch. Ashura kann keiner benutzen. Why? Da muss ich wahrscheinlich den Ninja an den Start bringen. Aber das ist doch schon mal einiges. Trashflejol. Flegefejol. Flegel. Flegel. So. Willkommen, grünes Barrett. Ninja-Gewand Ornat haben wir alles schon, okay? Natürlich haben wir das schon. Das Ornat vor allem. Die alten Ruinen. Eigentlich ist es schon, ist es verboten, dort hineinzugehen. Aber die jungen Leute von heute kümmert das nicht. Of course not. Ich gehe da auch rein. Gleich. Willkommen. Womit kann ich dienen? Mit nix, offensichtlich. Aber irgendwie wird es Zeit für mehr Zauber, oder? Vor 500 Jahren gab es hier eine großartige Zivilisation unserer Vorfahren. Well, well, fuck you. Fuck you. Ah, da oben ist auch noch was. Da müssten wir vielleicht nochmal hin. Erstmal eine Runde slöpen. Yes, yes, 30 Gil geht voll klar. Das ist voll billig in dem Spiel. Bei anderen kostet 700 und hier so 30. Okay, wow, 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 da ist was. Hallo. Das heißt, dass man auf der Insel Crescent seltsame Geräusche von unter der Erde hören kann. Erde, Erde, Erde. Ja, natürlich. Da scheint ja irgendwas drunter zu sein. Schade, ich dachte, da wäre was drin. Okay. Cool, also sind wir hier durch. Ich dachte, da geht jetzt mehr. Weil es so abgelegen ist, aber anscheinend ja nicht. Dann gucken wir doch mal nach den Höhlen im Norden. Moment, wait a minute. Auf der anderen Seite noch was? Nein, war nix. Okay, cool. Nee, was im Süden, im Norden? Wo Höhle? Wo Höhle? Da Höhle. Und mal reinlunsen, komm, wir lunsen mal da rein. Jagornhöhle. Was ist denn mit den Totenköpfen? Aha, Rätselparty, okay. Ja, das meiste ist wohl schon abgegrast. Was ist denn das? Schädelfresser. Sieht aus wie ein Eichhörnchen mit einer Bombe in der Hand. Was zum Anus? Warum? Scheiße, jetzt habe ich gerade fliehen verlernt, ne? Wow. What? Okay. Ich glaube, da gehe ich nicht rein. Wir lassen es lieber. Zu hart. So, Moment, dann gucken wir nochmal auf Karte. Karte, ja doch, Items, Weltkarte, da. Weltkarte da, komm mal da. Da gehen wir jetzt hin. Obwohl, da waren wir schon. Oder? Hä? Wieso zeigt er uns das also nicht besucht an? Ja, doch, wir waren da schon. Ah! What is happening? Was ist da los? Seht die Stadt! Was? Oh, what? Wow. Okay. Was zum Anus war das? Was ist denn hier überhaupt? Nee, da gehen wir auch nicht rein.
Was war das? Ha. Komische Geschichte. Ich denke, wir werden mal Sid referenzieren. Mal gucken, was er dazu sagt. Wo ein Gang? Da ein Gang. Da kommt es übrigens her, Paldaun. Okay. Was geht? Ja. Sid mit. Wir haben ein kleines Problem. Spalte den Atem. Wir haben die Ruinen mit unserem Teleskop observiert. Slap, Buch hingeschmissen. Nicht gut, gar nicht gut. Der Erdkristall ist ganz dort oben. Shit. Auch die Einwohner von Ronka ließen ihre Stadt mit Hilfe des Erdkristalls einstreben. Aber als ihnen klar wurde, dass ihnen das zum Besten bringen würde, hörten sie damit auf. Größte Eile ist angesagt. Jemand hat den Schwebemechanismus wieder in Gang gesetzt. Er wird doch nicht... Er wird doch nicht... Du glaubst doch nicht, dass Vater... Niemals... Er würde das niemals tun. Aber wie kommen wir da hoch? Slap, noch ein Buch hingeschmissen. Hiermit! Adamantit! Wenn wir das Schiff damit verstärken, kann es höher fliegen. Aber dazu müssen wir erstmal welches finden. Wenn's weiter nichts ist. Der Meteorit, mit dem ich kam. In seinem Inneren gibt es ein Adamantit-Vorkommen. Sind Sie sicher? Nennst du mich etwa einen Lügner? Natürlich nicht. Ich dachte nur, weil ihr Gedächtnis doch nicht ganz so gut auf der Höhe ist. Papalapap, an Adamantit erinnere ich mich klar und deutlich. Bisch! Ein guter Anhaltspunkt ist es allemal. Sehen wir nach. Wir bereiten in der Zwischenzeit alles vor. Macht, ihr macht Dampf und bringt uns das Adamantit. Titz. Adamantitz. Okay, auch zum Adamantitz. In dem Meteorit, in dem er kam. Ist das der erste gewesen? Ja, ne? Also war das quasi scheiße. Da muss ich jetzt doch nochmal gucken hier, aber den haben wir ja schon gesehen. Present. Tycoon-Meteorit, das ist der erste. Genau, da müssen wir hin. Okay. Korrekt, der lag auf unserem Weg, ja. Da ist er, ja. Der alte Meteorit. Tycoon Meteor. Mjoink. Als ob uns hier nicht irgendwas davon abbringt, hä? Hm, es war irgendwo hier, ich bin mir ganz sicher. Klick. Oh, nice. Okay. Da, da drin! Ah, der Anna. Oh, da ist es tatsächlich. Hier ist es. Kling. Jetzt sagt er nichts mehr, was? Haben mich meine Erinnerungen also nicht getrügt? Sagt der Typ mit Gedächtnisschwund. Hallo. Hahaha, Moment. Du machst dich doch nicht über mich lustig. Adamantitz erhalten. Natürlich. Hier drin ist noch jemand außer uns. Pass auf! Adamantai Mai. Wer sonst? Mai Tai. Au! Hallo, aufpasse. Vitra. Bam. So, komm, gib ihm. Voller LOL-Treffer, scheiße. Der hält aber aus, ne? Der steckt ein bisschen ein. Okay, das eher nicht so, aber generell. Boah, der macht ganz schön Schaden, Typ. Danke für den Like. Aber easy going. Was sonst? Okay. Not bad.
So, dann können wir jetzt das Schiff mit Adamantits verstärken. Weh, die sehen nicht so aus. Hupdidu. Ah, wir sind auf jeden Fall gut dabei. Und drin. Uff. So unauffällig, die Klappe im Meer, ja. So, Jungs, es geht. Slap. Fantastisch, ihr habt das Adamantit. Schnell, gebt es her. Dann machen wir die nötigen Verstärkungen. Laguna, ruht euch doch derweil etwas aus. Aye. Can do. Sind sie wieder am Schaffen. Oh wow, aber wie? Freaks. Was war das denn? Seltsam. Ich habe geträumt, das Luftschiff wäre schon soweit. Aufgewacht, wir sind fertig. Hilfe, ihr seid aber schnell. Na klar, was denkst du? Und genial noch obendrein. Wenn ihr in der Luft seid, könnt ihr bei gedrückter Bestätigen-Taste mit dem Pfeil nach oben jetzt nämlich höher fliegen. Das heißt, wir kommen jetzt zu den schwebenden Ruinen? Im Grunde ja, es gibt da nur einen Haken. Slap, Buch hingeschmissen. Die schwebende Stadt. Das ist so geil. Buch hingeschmissen auf den Boden. Die schwebende Stadt ist mit einem Abwehrsystem ausgestattet. Wenn ihr das nicht ausschaltet, kommt ihr nicht hinein. Laut diesem Buch hat die Luftabwehr äußerst starke Geschütze. Da müssen wir durch. Ohne Wenn und Aber. Ich sehe da keine Schwierigkeiten. Wir lassen uns doch nicht von so ein paar Kanönchen aufhalten. Seht mit, danke für all eure Hilfe. Wir machen uns jetzt auf zum Kristall, bevor es zu spät ist. Buch wieder weginhaliert, ja. Es ist so gut. Ahoi, Mast und Schotbruch. Nennt man das so? Immer eine Handbreit Luft unterm Kiel. Handbreit. Ankerlichten und los. De Laguna, was Typ. Danke für den Like. Bestätigen und Pfeil nach oben. Oben. Hallo. Achso. Ja, hallo? Hoch? Hoch! Runter? Hoch? Ah, ah! Okay. Oh, wow! Ronka-Ruin, die fliegende Festung. Ich fass es nicht. Oh, wow. Mit Kanone, tatsächlich. Wie soll ich da jetzt landen? What the hell am I doing? Hallo, ich will da landen. Es geht. Muss ich mit den. Ah, ich muss mich mit den Kanonen anlegen. Alles klar. Okay, nice. Direkt in die Fresse rein. Awesome. Und nochmal, alles drin. Anal. Ich würde wetten, es ist Blitz. Ja. Wow, der hat ja mal hart gesessen. Okay, cool. Aber er steht noch. Oh, Sid. Got it. Gut, die Kanonen halten uns nicht wirklich auf, ne? Lol, nein. Tun sie nicht. Nächste. Raketen. Uncool. Die macht da nicht so viel Damage. Ja, nicht schlimm. Alles drauf. Alles drauf auf der Laguna. Hat doch lang genug gedauert, ey. Au. Diese Geschichte. Na, es geht eigentlich voll klar. Die paar Kanönchen, echt, ey.